Hallihallo und willkommen zurück bei Terraria Let's Play Together mit dem Balerion. Ich bin auch wieder mit dabei. Genau, yay! Und mit mir den Powerpilz. Der andere Störenfried, den ihr letztes Mal kennengelernt habt, ist diesmal nicht dabei. Den haben wir vom Server verbannt, damit er auf keinen Fall nochmal hier drauf kommt. Nein, natürlich nicht so schlimm, aber. ich gehe davon aus, dass er das Video gucken könnte und ich möchte es mir nicht komplett bei ihm verscherzen jetzt. Deswegen versuche ich mal möglichst nett zu bleiben auf einer humanen Ebene. Das Haus lassen wir erstmal außen vor, haben wir uns überlegt, mit diesen unglaublich hübschen Candy Cane Blocks, die links und rechts da außen angebracht sind. Danke dafür. Und wir begeben uns jetzt unten auf eine kleine Höhlentour, um uns langsam auf den ersten Boss vorzubereiten, nämlich das Auge von Cthulhu. The Eye of Cthulhu. Oh, und ich habe keine Fackeln mehr, sehe ich gerade. Das ist ärgerlich. Und hier fehlen sie irgendwie, aber ich kann mir welche craften, keine Sorge. Weißt du, warum die hier fehlen? So. Ja, weil das was hier runtergelaufen ist. Du hast alles geflutet. Das muss hier komplett runtergelaufen sein, genau hier. Ja, hier fehlen die ganzen Flaggen. Ja, genau. Flaggen, Fackeln. Wer nicht weiß, wovon wir reden, guckt sich bitte die letzten Videos nochmal an. Sehr spaßig, lohnt sich. Wie immer lohnt es sich. Hier sind natürlich alle Fackeln weg. Hier sieht man genau, woher das Wasser gelaufen ist. Cloud in the Bottle haben wir immer noch nicht, ne? Nee. Autsch! Oh, das war nicht so schlau. Balerion ist raus, da wir im Hardcore spielen, ist das jetzt auch einfach vorbei. ja, das wäre ein bisschen kritisch, wenn wir im Hardcore spielen würden. Nee, natürlich nicht. Er wird gleich wieder hier unten ankommen, hoffen wir mal. Oh nein, da ist ein Wurm. So, bei der letzten Aufnahme hatten wir das Haus weitergebaut. Wir hatten uns jeweils, ich weiß nicht, hast du auch einen Grappling Hook gebaut? Ja, habe ich. Wunderbar. Ich demonstriere das mal. Wir haben uns Grappling Hooks gebaut, die lustigerweise den Fallschaden abhalten, wenn man nach unten fällt und sich dann, ich bin gleich tot. Scheiße. Kacke. Ich bin tot. Ich habe noch ein Leben. Oh, you were slain. Ja, wir müssen uns auch mal Heiltränke machen. Ich weiß nicht, habe ich nicht welche? Ja, ich habe welche. Ich habe nur vergessen, die zu nehmen. Ich habe sogar. Ja, das ist dann natürlich nicht so klug. Naja, in dem Status. Ja, wir können uns. Wir können uns gute Heiltränke craften aus Gloomshrooms. Schlechten Heiltränken und noch irgendwas. Ja, Leuchtpilze, oder? Oder Weilenmushrooms? Ja, genau. Die haben wir ja hier. Ja, richtig. Glowing Mushrooms. Da bist du ja gerade gestorben. Ja, demonstrieren wir das so. Ist am einfachsten, da zu sterben bei dem Zeug, was man braucht. Nur das wollte ich euch damit zeigen. Er ist echt der Hammer. Man fällt nach unten. Wie man elegant stirbt. Und zieht sich dann mit dem Grappling Hook nach unten, um keinen Fallschaden zu kriegen. Kannst du mir das mal bitte erklären? Klar, das ist physikalisch völlig logisch. Natürlich. Dann erklär mir das mal bitte. Du bist doch hier der Physiker. Also ich nicht. Nein, ich bin absolut unbegabt in Physik. Da habe ich immer schlecht abgeschnitten und darüber möchte ich auch nicht reden. Absolut nicht. Okay, was brauchen wir denn für das Eye of Cthulhu? Also eigentlich, ich habe Gold gefunden. Das brauchen wir. Ja, wir brauchen erstmal beide eine Goldrüstung und einen Goldbogen am besten. Ach ja, richtig, das war mit den Bögen. Das Eye of Cthulhu fliegt um einen immer wieder herum. Und man ist am besten bedient, wenn man das Teil permanent abschießen kann. Um möglichst viel Schaden in kurzer Zeit zuzufügen. So ungefähr wird es jedenfalls ablaufen.
Heißt, wir werden uns jetzt versuchen, erstmal einen Bogen zu craften, um uns dann später optimal auf den Kampf vorbereiten zu können. Ja, und wenn wir dann einigermaßen weit sind, indem wir alle unsere Goldrüstung haben, also wir beide in dem Fall, der andere ist außen vor, der Störenfried, ich nenne ihn ab jetzt immer nur noch Störenfried. Da wird er begeistert schon sein. Absolut. Ne, dadurch erkenne ich wenigstens, ob der das Video geguckt hat oder nicht. Wenn er sich nicht beschwert, dann weiß ich, dass er, den kann ich abschreiben. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Nur mag ich nur in Terraria nicht. Was? Ja, Terraria ist halt so eine Sache. Naja, eigentlich ist es auch nicht so schlimm. Psst, das müssen die Leute ja nicht wissen. So, holen wir uns mal ein paar Spinnweben, weil die Spinnweben einem die Möglichkeit geben, sich ein Bett zu bauen und aus dem Bett kann man einen Spawnpoint bauen. Mit einem Spawnpoint. Ja, also das Bett ist der Spawnpoint. Ja, richtig. Rechtsklick aufs gesagt. Bett lässt nicht schlafen, sondern Spawnpoint setzen. Oh, jetzt habe ich hier gerade viel zu viele Fackeln gesetzt. Zack, zack, ab damit. Heißt, wir suchen jetzt nur noch Gold, oder? Ja, Silber kann man auch noch mitnehmen. Eisen auch. Sollen wir uns aufteilen? Kupfer ist nicht nötig. Und ja, Herzen, wenn du findest, natürlich auch. Ich habe hier zum Beispiel gerade eins. Oh, sehr gut. Ich gehe dann mal weiter hier runter in die Höhle. Beziehungsweise hier waren wir ja eigentlich schon auf Lava-Ebene, oder? Ja, waren wir. Ja, irgendwo schon. Gut, dann versuche ich hier irgendwo mal zur Seite einfach wegzugehen und was Neues zu suchen. Außer wir gehen mal auf die Karte. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir... Ja? Ob wir effektiver zu zweit sind, aber am besten bleiben wir einfach zusammen, würde ich sagen. Meinst du? Alleine ja. Findet man vielleicht eher verschiedene Adern, ich weiß es nicht. Aber man stirbt nicht so schnell. Komm, also so schnell stirbt man jetzt auch nicht. Wir können uns auch mal eine neue Mine suchen. Wenn die hier jetzt langsam ausgemint scheint bis zu der Lava-Ebene. Ja, man kann sich ja immer noch seitlich irgendwo hingraben. Ja gut, bei einer neuen Mine hätten wir da den Vorteil, dass wir direkt vielleicht einen Gang finden, der uns irgendwo hinbringt. Ja gut, aber hier gibt's auch noch unentdeckte Gänge. Naja, egal, kannst du auch eine neue Mine suchen. Ich sag ja gar nichts. Nein, ich habe jetzt Silber gefunden. Ich bin jetzt glücklich. Das ist doch schön. Ja, deshalb bin ich auch glücklich. Verstehst du den kausalen Zusammenhang? Natürlich. Um das Niveau mal ein bisschen anzuheben, wir müssen Fremdwörter einbringen. Das hilft. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ansonsten eben nicht. Weißt du, dann lassen wir es halt. Ich meine, wir müssen ja auch nicht das Niveau heben, ne? Wir können es auch einfach ganz niedrig lassen. Um jedes Mal, wenn wir irgendetwas sagen, was nicht niveaulos ist, sagen zu können, das ist besser als das, was wir bisher gesagt haben. Ich sag einfach mal ja dazu. Okay, ich habe noch Eisen gefunden. Ja, Eisen ist auch gut. Eisen kann man immer gebrauchen. Ja, ne? Ey, Kupfer ist sowas von unnütz. Ach, verdammt, diese Fledermäuse im Wasser. Hast du mittlerweile eine andere Rüstung als Kupfer? Du hast eine andere, ne? Ich habe einen Silberhelm, in der Mitte habe ich nichts an und Kupferschuhe. Also ich bin eigentlich nicht besonders gut gerüstet.
Das ist echt schäbig. Ja, aber ich überlebe trotzdem länger als du. Das stimmt doch gar nicht, du bist eben als erster gestorben. Ja, um dich mal dran zu erinnern. Du Heuchler! Kann ja wohl nicht wahr sein. Autsch! Das zum Thema. Ja, okay, ich hab Valerian let their arms get torn off by black slime. Das lässt sich auch noch von Schleim umbringen. Ja. Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir noch was. Was? Rüstungsmäßig. Ja, was trägst du denn momentan für eine Rüstung? Ja, ich bin voll gut ausgerüstet. Ich habe nämlich eine Kupfer. Die ist, Oh, ja. Einfach komplett Kupfer. Ich glaube, dann sollten wir doch zusammen unterwegs bleiben. Ja? Ja. Oder kommst du klar? Eigentlich schon, ja. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich habe Jester's Arrows gefunden. Die kann man hier übrigens in die Munitionsdinger reintun. Wollte ich nochmal gesagt haben. Huch. Außerdem, ja, ich habe so eine Goldtruhe gefunden. Das Blöde ist nur, dass die Goldtruhe halt kaum was inne hatte, was wirklich gut war. Sehr schade, dann findet man... Ach ja, die ist noch nicht leer. Findet man mal so ein Ding und dann sind da so Throwing Knives drin. Das ist natürlich nicht so... Ja gut, Throwing Knives würde ich mir mal aufheben. Die sind gar nicht so schlecht. Okay. Die kann man vielleicht auch gegen das Auge einsetzen. Also besser als Shuriken zumindest. Ja. Für unser Niveau sind sie vielleicht noch gar nicht so verkehrt im Moment. Ja. Hey, ich habe gerade Candy Cane Blocks weggeschmissen. Oh nein, wie kannst du nur? Es ging. Ich hab's einfach weggeschmissen und dann waren sie weg. Es ging. Ob das glaubst du dann nicht? Nein. Oh Mann. Ich weiß immer noch nicht, was du an den Dingern hast. Na. So toll sind sie jetzt auch nicht. Sie müllen das Inventar zu. Ja, richtig. Zumindest in der Weihnachtszeit. Ja, die Geschenke vor allem. Die muss dann ja erstmal alle öffnen. Ja. Oder vernichten gleich. So. Ach scheiße, ich bin schon wieder fast tot. Muddy Mud. Komm zu mir, Mud Block. Ich liebe Mud. Ist voll gut, das Material. Kann man so viel mitmachen, ne? Ja. Muss einen Guide fragen. Genau. Sagt der Guide ja bestimmt, dass er. Willst du mich eigentlich verarschen? Was will ich denn damit? Hast du ehrlich geglaubt, damit könnte man irgendwas craften? Das wäre lustig, so ein Gimmick, dass der Guide einen total ausschimpft dafür, dass man ihm solche Sachen andreht. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, der sagt einem dann, dass man da eine Mudwall rauskraften kann. Also das zumindest. Ich glaube, das müsste gehen. Okay. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon, dass man aus Mudcraften kann. Was ist denn eine Mudwall? Ja, so ein Hintergrundwall halt. Man kann aus allem ein Hintergrundwall craften. Ja, klar. Ja, es ist ja das, was man hier in Höhlen hat. Oder? Ach, da bist du. Ja, ich komme gleich. Ach, siehst du mich schon? Ja, klar. Ja, ich habe einen größeren Bildschirm. Mehr Pixel. Oh nein, dann siehst du... Da siehst du jetzt, wie ich mich mit dem Kletterhaken voll blamiere. Absolut. Das sieht doch jeder andere. Ja. Ja. Okay, wir müssen hier einen... Sprung... Genau, dass man hier rüber hüpfen kann. Genau, viel besser. Warum habe ich eigentlich einen Active Stone Block dabei? Nee, ja, kann man doch erst später bei benutzen. Ja, kann man erst später benutzen, aber bei den Fallen sind die halt schon dabei.
Okay. Deswegen hast du die schon abgebaut. Na gut. Ah, da bist du ja. Hallo. Ja, und hier gibt's Emeralds. Und ich hier gibt's Skelette. Einen neuen Teil in der Höhle gefunden, also ist alles super hier. Ja, Skelette können ja nichts. Und jede Menge Basen. Ja, alles super hier. Ich guck mal da hoch. Klar. Ah, hier unten geht's auch weiter. Ui, 5 Goldtruhen. Nein, Quatsch. Was? Ich das wäre was, sogar was? Fast geglaubt. Ja, ja. Fünf Goldtruhen, wo gibt's denn sowas bitte? Ich habe ein Herz gefunden. Das ist gut, ja. Und ich würde gern irgendwas wegschmeißen. Tu dir keinen Zwang an, ich habe vorhin meins auch gegessen. Ja. Nee. Schmeiß doch einfach was raus, isst das Herz und gut ist. Nee, ich und nimm jetzt, das wieder auf, was ich habe jetzt was in meinen Mülleimer abgelegt. Das geht ja auch. Wow, hier geht's tief runter. Ah, und da unten haben wir anscheinend schon mal gegraben. So, ich habe jetzt ein paar Leben mehr. 20 Stück, um genau zu sein. Allerdings, hier ist noch Blinkroot, das würde ich noch gerne mitnehmen.